Project Deadly Premonition. Rising Star Games. Toy Box Inc. Axis Games. Gevo Entertainment. Die im Spiel dargestellten Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit echten Personen sind rein zufällig. Rising Star Games presents. Sie präsentieren uns einen alten Mann und zwei junge Kinder. Zwillinge, offensichtlich. Und sie präsentieren uns einen Marienchenkäfer. Oder vielleicht einen Marienkäfer? Ich weiß es nicht. It's dangerous to run around here, boys. Grandpa, hurry! Hurry up! Grandpa, you're too slow! Aber es ist gefährlich, dort rumzurennen. Und der Großvater ist langsam. Vielleicht weil er alt ist, ich weiß es nicht. Doch ich weiß nur eins, was uns hier erwartet. Ist ein wunderbares Spiel, ein wunderbares Let's Play und ein wunderbarer Soundtrack. Game Design by Swery. Lasst euch entführen in diese Welt, in diesen Wald und in dieses Spiel. Deadly Premonition. The Director's Cut. Ha ha ha.
eine Kleinstadt. Fast schon ein Dorf. Erschüttert über den Verlust einer so geliebten Person. Und dennoch eine Kleinstadt, bewohnt von wunderschönen Frauen, die nichtsdestotrotz sehr erschüttert und verstört aussehen. Und ein Police Officer hinter einer Bar. Okay, directed by Swery. So, und dann ist auch endlich gut mit der ernsten Stimme. Hallo und herzlich willkommen, jetzt kommt meine Zeit. Willkommen bei Deadly Premonition, das neueste Let's Play auf dem Kanal von eurem lieben Nickels. Das ist meine Persönlichkeit im Namen von Space Let's Play, also mein neues Solo-Projekt. Ja, Deadly Premonition, The Director's Cut, also die verbesserte Version. Neue Grafik, ich kann dir mal vorlesen, was auf der Rückseite steht. Willkommen zurück in Greenvale. Erstmals gibt es das polarisierendste Kultspiel außerhalb Japans für PS3. Reise in das mysteriöse Greenvale, um den grausamen Red Seed Mörder aufzuhalten. Wirst du den Horror-Trip erleben? Erweiterte Story, optimierte Grafik, verbesserte Steuerung. Ich habe das Spiel gespielt das erste Mal vor knapp 2 Jahren, als es rauskam. Damals mit Horror-Grafik, furchtbarer Steuerung und einer atemberaubenden Story, die man allerdings nur erfährt, wenn man sich wirklich auf das Spiel einlässt. Darum, es ist ein Horrorspiel, das mich gerade aus dem Startbildschirm rauskickt. Frechheit. So. Erstmal Optionen. Da hatte ich zwar schon reingeguckt, wir müssen allerdings, glaube ich, nochmal ein bisschen was Toneffekte. Seht euch das mal an, da ist ja alles hier. Leck mir die Nudel. Also, wir gehen mal mit allem erstmal auf 90 runter. Sonst ist es ja ewig laut. Und das geht nicht. Klar, Musik ist wunderbar, darum lassen wir die so. Toneffekte ein bisschen runterschrauben. Und dann gucken wir mal, inwiefern wir da noch mitspielen müssen. So, Hinweis. Wollen Sie die Einstellung speichern? Na, selbstverständlich, darum habe ich es ja gerade gemacht. So. Fertig. Ja, ist schön. Wie gesagt, Deadly Premonition ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich beschreibe es einfach mal mit einem Horror-Thriller-Spiel. Und wie ihr im Vorspann gerade schon gesehen habt, der ja wohl war der geil, jetzt mal ohne Scheiß, Leute, war der geil und das ganze Spiel ist so der Hammer, ich sag euch das. Das Spiel ist ab 18, darum, sorry Leute, kann ich leider nicht bringen, muss ich sagen, an dieser Stelle, also ich muss es erwähnen auf jeden Fall, weil Bildungsauftrag und so habe ich quasi mit dabei, als Bürger dieses Landes. Nichtsdestotrotz geht's jetzt los. Wir starten in ein neues Spiel, in den Prolog. Wie gesagt, ich kenne das Spiel bereits, allerdings von vor 2 Jahren. Damals war es noch ein bisschen anders, mit schlechter Grafik. Alles optimiert, alles verbessert. Jetzt erstmals für die PlayStation 3 außerhalb auf Japan. Davor gab es sie nur mit einer ganz komischen japanischen Version, glaube ich. Ich habe es auf der Xbox gespielt. Gigantisches Spielerlebnis gehabt. Jetzt höre ich aber mal auf mit dem ganzen Scheißgequatsche. Kann ich auch während des Spiels machen. Wir gehen jetzt bei Deadly Premonition ins neue Spiel. Kriegen einen kleinen Ladebildschirm, die eigentlich sich so weit nicht verändern werden. Allerdings grafisch, habe ich schon gesehen, hat sich einiges gebessert. I want to hear another story. Yes. Of course.
you've been waiting a long time for this, so how about a special one? This story is very strange and very nasty, but somewhat nostalgic. Do you think you can be a good girl and listen all the way to the end? Is it a scary story? It might be, but it's also a very important story. If you don't want to hear it, I can tell you a different story. No, I want to hear it. This way, I won't be scared. Will you turn on the TV then? Leave the sound down, like always. Now, listen. This is important. At times, we must purge things from this world because they should not exist. Even if it means losing someone that you love. Licht. Kamera. Action. So, bewegen mit dem linken Stick und rennen mit L2. Okay, Prolog 00. Jörg und Zack. So, das ist der Prolog und ja, es ist alles sehr, sehr komisch und skurril. Willkommen in der Welt von Deadly Premonition. Keine Sorge, es wird nicht immer so aussehen, aber manchmal. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Wenn X... Wow, Moment, also, wenn X und Dreieck auf dem Bildschirm erscheint, mit X bewegen, mit Dreieck beobachten. Okay, observieren. So, das Spiel ist komplett auf Englisch mit deutscher Untertitelausgabe. Also, eine seltsame Uhr tickt, aber der Raum vermittelt den Eindruck, die Zeit stehe still. Okay, es ist wirklich eine sehr, sehr komische Welt. Da sind wir die beiden Zwillinge, die laut rumhertuscheln. Diese beiden Tratschen, was? Ach, ihr wisst, was ich mal sagen will, ist auch egal. So, hier können wir wieder observieren. Eine Puppe, die wie ein dicker Mann aussieht. Auf dem Schild steht Bundesstaat Washington. Okay. Wir gucken uns hier natürlich alles an. Die ganz zuletzt, ein Fernseher noch. Observieren. Ein weißer Bildschirm. Oh. Sorry to keep you waiting. It will start soon. Super. It's about time to get started. Die Finger an die Schläfe. Zack. Zack, can you hear me? It's me, York. If you can hear my voice, could you respond? Antwort, natürlich. Good. I thought you went to sleep. Zack, don't be surprised. The crime took place out in the country this time. Let's take it slow. Okay, Zack? Sind wir quasi Zack? Spricht er mit uns? Wir mussten ja auch gerade antworten. Sure, that's one way of looking at it. But it's totally wrong. Francis York Morgan, Spezialagent des FBI. Was für ein geiler Typ. Listen, they both need each other. It's called interdependency. And they both know it. Auf der einen Hand der Laptop. Wie geil! Auch ein Beifahrer. Even sadistic things. But that's fine, as long as that's what Tom wants. Think about it. His actions. He's always asking for it. It's his partner's job to fulfill that need, and Jerry knows that. Proof?
Well, in the Tom and Jerry show, they live with each other. Hello? Redet ihr über die Zeichentrickserie? What the fuck? Und What the fuck trifft es schon ganz gut. Das Spiel ist voll mit solchen What the fuck Momenten. These puppies are making me go to another town in the boondocks again. Well, I'll be a happy camper, even if it ends up being a waste of time. At the very least, it'll get me out of the cramped city for a while. Right, Zach? The perpetrator from the last case really was something. Who'd have thought there'd be razors laced into her nails? Crazy. Just crazy. Lecker. Schön die Rasierklinge. At least I now have a scar to show off. See this? I got this when I arrested the Catwoman wannabe. Women, they're crazy. Don't you agree, Zach? Wow. Alter Vater. Was ist los? Muss ich steuern? Was passiert? Wer war diese Gestalt auf der Straße? Oh Scheiße. Ja, wie gesagt, voller What the fuck Momente. Ein Horrorspiel mit Humor, wie geil ist das? Und der Laptop fliegt erstmal durch die Gegend. Und das Dreckstelefon auch. Sehr gut. Oh, der schöne Wagen, ey. Natürlich ringelt es und pisst aus Eimern. Und beim ersten Versuch geht es wieder. Dein Auto brennt hinter dir, Kollege. Egal, scheiß drauf. Er hat die Zigarre. Zigarette natürlich, sorry. Steckt sich gleich die nächste. Oder war die eine nass jetzt? Keine Ahnung. Zach, there goes the civilized world. Oh, so gut. Einsatzmesser. Großes Bowie-Messer. Reichweite kurz, Tempo hoch, Stärke gering, Haltbarkeit. So, das erstmal speichern im Director's Cut, wunderbar. Ich überlege, wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen? Wie lange geht das jetzt schon? Also ich weiß nicht genau, wie lange ich die Folge machen werde. Das ist noch ein Problem. Bei 20 Minuten, nee, da geht noch was. Ich will noch ein bisschen was erzählen in der ersten Folge. Zum Beispiel Rising Star Games, die das Ding auf den Markt hauen. Bekannt für, ja, eigentlich höchstens japanische Titel, die irgendwie mal rübergewandert sind. Harvest Moon vielleicht, okay. Für Harvest Moon sind verantwortlich, da kann man denen einen Pluspunkt für aussetzen. Das Spiel hat ganz unterschiedliche Bewertungen damals bekommen. Beispielsweise von, keine Ahnung, IGN und so weiter. 2 von 10. Taschenlampe ein und aus auf Viereck. Okay. Wo hat er bitte eine Taschenlampe? Ach, da oben in der Brust, unterm Jackett. Das ist ja clever. Das ist klug. Sehr guter Mann. Damit die auch nicht nass wird wahrscheinlich. So, wir sind jetzt in der Zivilisation. Eine Medaille. Bonuspunkte. Agentenauszeichnung, plus 30 Dollar. Ja, so einfach ist das. Liegen hier auf der Straße rum. Observieren. Zack, im Licht ist ein Pfad zu sehen. Ich bin lange keinem Pfad mehr gefolgt. Was? Geh nicht ins Licht. Nein, bloß nicht. Ein Stahlrohr? Ja, gucken wir uns gleich an. Will noch kurz fertig erzählen. Hat also, wie gesagt, Bewertungen bekommen. 1 von 10, 2 von 10, 40%, 30%. Aber auch Bewertungen, beispielsweise Game Owner. Die schreiben, das beste Spiel aller Zeiten. Wenn man sich also darauf einlässt, ein super geiles Game und allein das animiert ja wohl schon, diesem Let's Play zu folgen. Ganz ehrlich, Leute, zieht euch das Spiel rein. Super geil. Ich werde es mit euch von vorne bis hinten durchzocken. Haufenweise Trash erleben, gucken, wie es organisiert wird. Das weiß ich nämlich noch nicht. Problem ist, ich weiß nicht, ob ich einfach nur 15 oder 20 Minuten Cuts immer mache und dann halt quasi eine Stunde lang aufnehme und dann halt 3 Schnitte mache oder so. Oder halt wirklich Folge für Folge mit Anmoderation, mit Abmoderation mache. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Folgen werden hochgeladen täglich von Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag gönne ich mir dann eine Aufnahmepause, beziehungsweise
Eine Hochladpause heißt, ich nehme am Wochenende auf, render das Ganze, lade es hoch und dann ist die Woche dicht. So einfach ist das, beziehungsweise so in der Art. Jetzt wollen wir mal weiter gucken, was hier abgeht. Ein Stahlrohr liegt hier oder ist da angelehnt. So, wir können es in den Kasten packen, wir können das Objekt nehmen oder observieren. Gucken wir mal. Rostiges Rohr, Reichweite große, normal, stark, gering. Schön. Nehmen wir es nochmal. Ein Stahlrohr erhalten. Ein bisschen erinnert dieses Spiel an Silent Hill eventuell. Mit Leuten, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe und gesagt habe, Leute, das werde ich machen. Die meinten, ist das nicht wie Silent Hill? Ich habe Silent Hill 2 und 3 komplett let's played. Nein, ist es nicht. So, was liegt hier? Das ist der Kasten, quasi Ausrüstungsgegenstand. Was in anderen Spielen eine Werkbank ist, ist hier mein Kasten. So. Und keine Sorge, auch wenn es ein Horrorspiel ist, das hat einen wunderbaren Humor und ich werde es nicht zu ernst nehmen. Definitiv nicht, ich bin genau der richtige Mensch. So, wir könnten jetzt Objekte herausnehmen. Wir haben allerdings nichts, wie man hier sieht. Und verstauen tun wir auch nicht. So viel werden wir, glaube ich, kaum im Inventar haben, als dass es sich lohnen würde. Gucken wir uns gleich mal das Menü noch an. So, das sieht crazy aus. Wir haben da eine ZZZ-Anzeige, das gilt für den Schlaf. Und eine Essens- und Trinken-Anzeige. Quasi Nahrung. So. Da haben wir, glaube ich, irgendeine Karte. Objekte. Zum Titelbildschirm will ich nicht zurückkehren. Das ist die Karte. Da bin ich jetzt offensichtlich. Okay. Und das ist der Weg zur Straße offensichtlich. Karte von Green Whale. Okay. So. Das ist Schillmark. Achso. Okay, irgendwelche Weißmittel oder so. Keine Ahnung. Gut, wir gehen jetzt mal hier entlang, gucken, was so abgeht. Wir können so quasi zoomen, über die Schulter hinaus, alles angucken. Und jetzt muss ich schon die Waffe auswählen. Ah ja, sieh mal an, wir haben hier schon eine 9mm Waffe. Die Standard FBI 9mm. Soll heißen, ich mache erstmal Licht wieder an, kann ich das überhaupt? L1 ist Waffe wählen und ziehen. Mit Rechtswaffe ziehen und zielen. Okay. So. Alter Vater. Okay, die Steuerung ist ein bisschen anders, aber die ist immer noch. Ohne Witz, die ist so schwammig, das ist ja der Hammer. Alter Vater. Okay, wir nehmen mal das. Okay, wir haben noch ein Einsatzmesser. Gar nichts. Okay. Wir nehmen mal das Stahlrohr, was wir gefunden haben. Und hauen einfach mal voller Elan da rauf. Okay, hat gut funktioniert. Ist in Ordnung. Wir sehen da unten auch die Haltbarkeit von dem Stahlrohr. Alles noch gut. Was war das gerade da hinten für ein roter Schimmer? Gleich mal abgucken, was da abgeht. Komische Geräusche im Wald, auch schön. Holy fuck, Leute, was geht hier bloß ab? Profiling starten. Wir sind immer ein Ermittler. Profilerstellung. Achso, Profilerstellung. Entschuldigung, Profilerstellung. Aha. Alles noch sehr verschwommen, offensichtlich. Looks like we're being welcomed. Zach, I'll let you handle the meet and greet. Mhm. Profilerstellung, $10. Einmal kurz Köpfchen anstrengen, nichts gemacht, nichts aufgeschrieben, nichts handfest und $10 in die Hand. So bekommt man Geld. So macht man es, Leute. So und nicht anders. Ich höre einen Hund im Hintergrund. Und hier kann ich offensichtlich... Ich sehe in dem Weg kaum was. Der Pfad könnte blockiert sein. Vermeiden wir jedes Risiko. Wie blockiert? Da ist ein dickes, fettes Dornennetz, du Vogel. Na, mein Gott. Gut, rennen wir halt in die andere Richtung. Wir haben auch eine Ausdauerleiste, wie wir da oben sehen. Das ist quasi unser Puls, der rapide hochgehen könnte. Und wir hören immer noch den Hund, der durch die Nacht jault und heult. Oh, okay, der hört sich nah an. Wie gesagt, ich erinnere mich echt nicht mehr an alles aus dem Spiel. Tut mir really fett sorry. Boah, voll der krasse. Guckt euch das mal an. Huhu, hammergeile Scheiße. Und wie gesagt, wenn hier jetzt, wie versprochen auf dem Cover und vom Entwickler Swery. Hab ich was gehört? Ich höre was. What the fuck? Ich höre Schritte.
Oder sollen es Schüsse sein? Oder umknickende Bäume? Ich höre auf jeden Fall irgendwas. Wenn da Veränderungen in der Story sind, werde ich sie wahrscheinlich sowieso nicht mehr mitbekommen, weil ich echt nicht mehr jede Cutscene im Kopf habe. Also ich habe so das grobe Umfeld noch im Kopf, aber echt nicht mehr alles. Steuerung immer noch ein bisschen schwammig. Hier ist Blut. Okay. Der Hund sieht tot aus. Ich glaube kaum, dass der heulen kann. Alter Vater. York. Was zur Hölle war das? Ohne Witz, ich nehme mal kurz die FBI-Waffe. Damit fühle ich mich ein bisschen wohler, um ehrlich zu sein. Ich meine, wenn ich jetzt eine Panzerfaust hätte, wäre ich sowieso am beruhigsten, aber... Oh mein Gott, das Mädel aus Scream. Sie ist es. Sie geht in das Haus rein. Nein! Muss ich nicht eigentlich aus dem Fenster, aus dem Fernseher raus? Eigentlich? Alter Vater, ich sehe es jetzt schon. Das wird ganz furchtbar mit der Steuerung. Das wird wirklich... Leute, what the... Was hat sich jetzt gerade verändert? Hier ist jetzt auf einmal Nebel auf dem Boden, okay. Mach mal, das Licht... Oh, ich dachte, die würde jetzt hier drin stehen. What the fuck? Okay, ich mache Licht wieder an. Merke dich, nicht, Licht nicht ausmachen. So, Dose mit Eingemachtem. Nehmen wir einfach mal. Dose mit Eingemachten erhalten, ab ins Inventar. Nee, ist schön. Sehr hübsch. Achso, observieren. Hier scheint niemand zu leben. Keine Wilden, die uns begrüßen. Ja, sicher. Vom Tuka-Tuka-Stamm kommen die jetzt gleich hier an. Was ist hier? Achso, das gleiche nochmal. Hier scheint keiner zu leben. Ist gut. So, ein Generator und eine Blutspur. Ein Blutfleck, den konnten wir gerade observieren. Das Stromnetz wird wohl von dieser Hütte aus kontrolliert. Hier könnte ein Generator sein. Der steht direkt hier neben. Blindschleiche. Egal. Observieren. Ein Kontrolltafel für das Stromnetz. Das könnte uns vielleicht genug Strom liefern. So, dann machen wir das Ding mal an. Die gute Kiste hier. Der Generator. EAY-8000. Läuft grün. Nee, ist schön. Da rummelt er vor sich hin. Tür scheint offen zu sein. Das sagt mir jedenfalls das grüne Licht. Flackert jetzt gleich die Lampe? Oder ist sie? Mädel, mach keinen Scheiß. Die sieht nicht mehr ganz so taufrisch aus. Voll entspannt, ey, alles cool. Es ist eine weibliche Joker. Okay, doch nicht alles. What the fuck? Doch nicht alles cool. Okay, ich habe keine Erinnerung mehr an diesen Prolog. What the fuck? Schieß doch. Muss ich schießen? Nein. Schieß doch. Geheimnisvoller Schatten. In die Profilerstellung abgeschlossen. Lass mich doch schießen. Okay, es geht los. Mit L1 Waffe wählen und schießen. Mit R2 ziehen und erfassen. Oh, kann ich? Ja. Stirb. Alter Vater. Verrecke, du Mistvieh. Geht doch. Nee, so ist schön. Da ist noch einer. Oh. Das ist die Olle vom Supermarkt. In den Hintern. Lol, what the fuck? Die kann sich porten. Holy moly. Das ist noch so ein Typ. Ich probiere gerade mal manuell zu zielen, aber das klappt echt gar nicht. Oh, im Kopf. Sehr schön. Warum laufen die so komisch? Alter Vater. Okay, hier ist ein Verbandskasten. Objekt mitnehmen, auf jeden Fall. Definitiv mitnehmen. Health ist immer gut. Sonst noch irgendwas? Nein, offensichtlich nicht. Und ich glaube, jetzt spielen wir dann doch für die erste Folge schon verhältnismäßig. Nicht unbedingt lang genug, aber kann ich irgendwie auch nachladen? Nachladen? Nee, das ist ja nur Taschenlampe. Vielleicht... Achso, ich muss die Waffe gezielt halten, dann kann ich nachladen. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich im Namen von Special Agent des FBIs Francis York Morgan mit seiner Lampe in der Weste. Clever. Und im Namen von Zack, der mysteriösen Gestalt, zu der wir immer reden. Möglicherweise sind wir das selbst. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt noch nicht. Ihr wisst es auch nicht. Wir lassen uns da überraschen. Und im Namen dieser mysteriösen Schatten
verabschiede ich mich, wie gesagt, von Let's Play Deadly Premonition für heute. Morgen ist ja schon Wochenende. Das ist ja scheiße. Dieses Wochenende ziehen wir durch. Der Uploadplan geht erst ab nächste Woche Montag in Kraft. Von daher, dieses Wochenende zocken wir noch. Täglich um 19 Uhr, wann die Folge heute hochgeladen wird, weiß ich nicht. Werdet ihr dann sehen, wenn ihr die jetzt geguckt habt, wisst ihr schon. Ich schätze mal auch so, in dem Dreh wird die Folge fertig sein, wenn ich jetzt Render, schneide, mache und tue. Wunderbares Wetter draußen. Und wie gesagt, guckt auf dem Kanal mal vorbei. Wenn ihr das Let's Play weiter verfolgen wollt, ist natürlich die beste Anlaufstation da ein Abonnement auf dem Kanal von Space Let's Play, geleitet von mir plus meinen beiden Kollegen, also ein Let's Play Together Kanal. Haufenweise Together-Projekte, Loadout, was gerade in der Indie-Steam-Riege rumragt, in der Beta-Version abläuft, dann Minecraft in den Adventure-Maps und in der Season, also als Minecraft-Let's Play und was es da nicht noch alles gibt, League of Legends und Haufen spastisches Mist-Scheiß-Zeug, wie auch immer. Mein Name war Nickels, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Folge von Let's Play Deadly Premonition wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, Leute. Tschüss.